Hey und herzlich willkommen bei meinen Witchery Tutorials. Wir machen mal einfach weiter hier bei den ganzen Brews, die ich euch zeige. Genau, ich würde jetzt einfach hier weitermachen mit dem Brew of Raising. Und ja, ich würde sagen, wir versuchen das einfach mal. Dafür brauchen wir halt einmal ein bisschen Mutandis, dann ein Bone, bisschen Redstone, nochmal dieses Oil of Vitriol. Was wir ja eigentlich irgendwie für fast alles brauchen. Ein bisschen. Okay, jetzt habe ich irgendwie den Rest nicht noch gesagt. Ja, Rotten Flesh und Wool of Bat war, glaube ich, das Letzte, was ich noch reingeschmissen habe, was ich nicht gesagt habe. Aber ja, genau das. Und ja, dann können wir das da alles wieder rausnehmen. Ich habe sogar jede Menge Potions jetzt bekommen, weil ich meine mein Outfit an habe quasi. Genau, Brew of Raising, dafür muss ich jetzt mal eben. Ich glaube, genau, ich war noch im Peaceful. Ja, das. Was sagt es einem? Sagt einem hauptsächlich, dass man, wow, genau das, Zombies und ähnliches erschaffen kann, also die Undead. Wie man sieht, die greifen mich jetzt nicht an, die haben hier diese ganzen Blubberblasen quasi um sich rum. Genauso wie wenn ich die verzaubert habe, dass sie quasi mir gehorchen, mehr oder weniger. Oder zumindest, ja, die Vorstufe, dass sie gehorchen mir. Dass sie quasi nicht böse zu mir sind. Genau, man kann sie dann dazu bringen, einem zu gehorchen, wenn man zum Beispiel den Necromancer Stone hat. Oder ja, eben alles Mögliche, womit man Monster dazu bringen kann, einem zu gehorchen. Aber an sich, die greifen halt eben alles an, was irgendwie in der Nähe ist, außer eben einem selbst. Und verhalten sich halt eben sonst ganz genauso wie ganz normale Monster auch. Ist ganz cool, wenn man hier irgendwie so eine kleine Armee von Toten quasi beschwören kann, die dann irgendwie quasi Leute angreifen oder so, die quasi das Haus beschützen oder was man eben gerade möchte. Ist eigentlich eine ganz coole Sache. Hat man seine eigene kleine Zombie-Armee oder so. Genau. Also das ist eigentlich ziemlich, ja, simpel, sage ich mal. Und eigentlich eine ganz coole Sache. Also ich finde es zumindest ganz, ganz nett. Eben vor allem, weil die einen selber nicht angreifen und so. Und die kann man dann quasi auch als Grundlage nehmen für ebenso Sachen wie den Necromancer Stone oder so, dass man die dann eben befehligen kann und denen sagen kann, die sollen irgendwen angreifen oder solche Sachen, falls sie das nicht sowieso schon tun. Was sie ja eigentlich auch sollten. Genau. Dann würde ich sagen, als nächstes machen wir mal weiter mit der Brew of the Grotesque. Genau da. Und zwar, ja, es. Ich glaube, ich erkläre erstmal hinterher, was es tut. Machen wir das erstmal. Und zwar brauchen wir einen Mutandis Extremis. Hier, man sieht schon direkt eine Mandrake Root, Quarter Schotten, Globe. Das ist ein ziemlich teures Rezept. Eine Tongue of Dog. Hier der Golden Apple, ziemlich teuer. Und naja, dann noch eine Poisonous Potato. Also vor allem das Mutandis Extremis und dann der Golden Apple machen das Ganze halt ziemlich teuer. Meiner Meinung nach, naja, je nachdem, wofür man es verwendet, ein bisschen zu teuer. Man kann das jetzt trinken, also es ist eine Potion zum Trinken. Genau, dann sehe ich jetzt so ein bisschen grotesk aus. Und theoretisch können sich jetzt mir keine Mobs nähern, beziehungsweise die hauen dann alle ab, genau. Oder beziehungsweise grundsätzlich Kreaturen. Der Effekt hält theoretisch für 5 Minuten an. Also 5 Minuten lang kann mich jetzt hier quasi nicht so direkt angreifen, also zumindest kein Zombie mich erreichen. Oh, da bin ich durch Pilz gelaufen. Der Effekt gilt nicht für Dämonen, Drachen und natürlich für andere Spieler. Ich glaube, das war's. Ja, ich glaube, das waren die Sachen, für die das nicht gilt. Aber ansonsten alle anderen Monster können einen zumindest nicht direkt erreichen.
Das Blöde ist halt so Sachen wie Fernkampf oder so, also so, wenn Gast Feuerbälle auf einen werfen, da bringt einem das jetzt halt noch nicht so unglaublich viel. Und das, finde ich, sind eigentlich so die schlimmsten Monster, die einen halt eben aus der Ferne töten. Darum bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich hundertprozentig sinnvoll ist, immer halt eben so viel dafür auszugeben. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall ganz witzig, dass man irgendwie so merkwürdig aussieht. Aber ja, muss man sich halt überlegen, ob man dafür seinen goldenen Apfel dann verschwenden will oder ob man da vielleicht lieber doch irgendwas anderes mitmacht. Genau. Damit kommen wir dann auch schon zu einem ganz anderen Thema, dem letzten Potion oder der letzten Potion, die ich euch heute zeigen will. Und zwar der Brew of Love. Die haben wir schon mal gemacht, als wir die Brew of Sleeping gebaut haben, glaube ich. Weil die braucht man, glaube ich, als quasi Grundlage dafür. Aber ich würde die jetzt einfach nochmal kurz machen, weil ich meine, die ist ja schnell gemacht. Und euch dann nämlich zeigen, was die alles noch so kann, weil ich glaube, das habe ich letztes Mal nicht gezeigt. Genau. Die ist jetzt wieder ein bisschen günstiger. Man braucht halt eine Golden Carrot dafür. Eine Poppy, Lily Pad. Nochmal so eine Wasserartischocke. Ist die jetzt reingegangen? Ich glaube schon. Ein Whiff of Magic und ein paar Kakaobohnen. Genau. Und dann können wir das da wieder rausholen. Also sogar 6 Stück rumkommen. Unglaublich. ich mach mal die Zeit wieder richtig. Genau. Das funktioniert jetzt quasi, ja, wie wenn man Tiere miteinander breeden möchte, wenn man denen Essen gibt. Wow. Hexe. Also wie wenn man die normal breedet, wenn man denen normal Essen gibt oder so. Ich werfe das mal dahin. Genau, da kann man quasi so Massenproduktion an Kühen herstellen oder so. Das ist ganz cool. Aber noch eine andere coole Sache, also die ich zumindest unglaublich witzig finde. Moment, dafür gehe ich erstmal in den Creative und dann gehen wir mal rüber in ein kleines Dorf. Man kann nämlich auch diese Potion auf Villager anwenden. Man sieht hier, ich bin schon mal hier gestorben, darum bin ich in die Creative gegangen. Weil ich nicht nochmal sterben wollte. Genau. Ach ja, ich bin ja noch grotesk. Genau, darum schiebe ich die jetzt ein bisschen vor mir her. Schieb die mal so ein bisschen zusammen. Da hinten sieht man schon die Ausgeburt von dem, was ich letztes Mal gemacht habe. Ein winzig kleiner Villager. Ach komm, geht zusammen. Okay, ihr solltet nah genug sein. Haha. Nämlich genau so. Und dann habt ihr winzig kleine Villager. Ist das nicht cool? Ich finde das total klasse. Also, so kann man dann quasi Villager breeden. Ich schätze mal, dass die dann nach einer Weile. Oh, ich glaube. Bist du der Kleine, der da eben stand? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, ich schätze mal, dass die nach einer Weile dann halt eben quasi erwachsen sind. So ähnlich wie bei Kühen oder so, die Kleinen. Und da kann man auch mit denen handeln. Also das sind dann einfach ordentliche Villager. Das sind einfach nur ein Block große Villager. Das ist so cool. Ich finde das total klasse. Also das ist so die Sache, die ich am coolsten finde, einfach an dieser Potion, dass man einfach winzig kleine Villager herstellen kann. Ja, ich bin begeistert, man merkt es. Aber ja, das finde ich auf jeden Fall irgendwie eine ziemlich coole Sache. Eigentlich ist es mir egal, dass man dadurch Villager vermehren kann, was ja eigentlich auch eine ziemlich coole Sache ist. ich finde es einfach unglaublich witzig, dass die so winzig sind. Was man noch damit machen kann, ist, dass man das auf Zombies anwendet. Dann werden die Zombies zu Zombie-Villagern und die ja, produzieren quasi auch ein kleines Zombie-Baby. Ist jetzt nur die Frage, ob da hinten noch Zombies übrig sind. Sonst muss ich nochmal eine dieser Potions hier bemühen, mir noch ein paar Zombies zu machen. Dann können wir das nämlich auch mal ausprobieren. Ein Zombie
Noch ein Zombie. Ja, das sollte dann reichen. Na, nicht weggehen. Okay, da versuchen wir. Ach, wir haben keine. Ah, da müsst ihr mir das glauben. Ich fürchte, da müssen mehrere in einem. Ah, da ist sogar noch eine. Ah, funktioniert das jetzt? Ach, das war die. Oh Gott, ja, okay, ich habe die falsche geschmissen. Das war nur noch eine von diesen anderen Potions. Okay, da müsst ihr mir das glauben. Dass es eben auch was mit Zombies macht. Ansonsten müsst ihr es mal selber ausprobieren. Aber ja, das war die Potion of Love. Ich finde eine ziemlich witzige Sache. Und ja, dafür, dass es halt eben nicht wirklich teuer ist oder so, ist das eigentlich ganz cool, vor allem, dass man halt eben Villager vermehren kann oder so. Oder wenn man halt eine riesengroße Farm hat mit, keine Ahnung, 30, 40 Kühen oder so, dass man halt eben quasi alle auf einmal da dazu bringen kann, sich zu vermehren, anstelle, dass man alle einzeln irgendwie füttern muss oder sowas. Ja, genau. Das ist eigentlich so das, was ich euch diesmal zeigen wollte. Genau, ja. Nächstes Mal machen wir dann halt mit den anderen weiteren Sachen weiter. Und, ja. Ich wünsche euch viel Spaß mit euren witzig kleinen Villagern. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.